Freddy Time! So, wir sind zurück bei Valiant Hearts. Mit den Konordien. Mal gucken, was wir hier jetzt Schönes anstellen können. Oh, können wir Boom machen? Boom! Ich möchte nochmal Boom machen. Ja, geht klar. Schlaberst du, Bro. Ha. Oh. Snap, snap, snap. Fiese Nummer. Wie weit was? Ha. Das Doofe ist, ich habe halt keine Ahnung, wo ich raufschießen soll. Ja, also bestimmt da. Jetzt aber. Ah, noch ein kleines Stück. Das war jetzt richtig oder was? Oi, 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 oi. Hab ich jetzt... Okay, woher weiß ich, ob ich das jetzt richtig gemacht habe? Ah, okay. Also ungefähr bei 6, 7, 65. Ja. Okay. Boom! Voll in die Fresse! Na, das musst du doch jetzt auch hinhauen. Yes! Okay, und hier geht's dann jetzt... Ach nee. Da... Oh! Nichts! Ja... Sonst noch irgendwas Cooles hier? Nein. Ich habe schon alles gesehen, was ich sehen musste. Kanadischer Helm. So. Auf, auf! Ach, komm schon. Was soll das? Oh, 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 oh. Bombe. Oh, Kamikaze-Angriff. Da, fuck. So, ich darf wieder schießen. Yay. Ja, ja. Ja, ja, where, where. So, runter da. Eine Hebel. Ja, das nehme ich mit. Und jetzt? Achtung!
Stielhandgranate. Ach, jetzt auf einmal kann ich auch, oder? Let's go, boys. Oh, was? Ich sehe nichts. Ernsthaft, ich sehe nichts. Alles verraucht. Keine Ahnung. Noch weiter runter. Da? Ah. Ja. Der männlichste Mann auf der ganzen Welt, Freddy. Ja, Krieg. Oh, Panzer fahren. Oh Mann. Ja. Diesmal folge ich nicht so penetrant. Glück gehabt. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Oh, nein. Ha. Scheiße. Man muss auch mal Glück haben, ey. Ja, schiebe ich das ein bisschen durch die Gegend. Ist auch kein Problem. Hätten sie auch selber drauf kommen können, ne? Und weg. Ach, verdammt, Gegner. Ein Feind. So. Yeah. Oh. Auf! Krieg! Ah. Oh, ganz viele Verletzte. Sorry, Bros. Eine Karte. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie ich da die Kordel gehalten habe. Und Verlusten, yes, gelang es den Kanadiern schließlich, den Hügel einzunehmen. Der Kriegseintritt der USA wurde nun von Woche zu Woche wahrscheinlicher. In seinem letzten Brief bestätigte Freddys jüngerer Bruder die wachsende Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung seines Landes.
Karl trennten nur noch wenige hundert Meter von Emils Hof. Oh nein, da ist doch bestimmt wieder was Trauriges. Französischer Flugzeuge den Aprilhimmel erzittern ließ. Ach, kommt schon. Walt, komm! Oh nein, da ist doch passiert jetzt entweder irgendwas Schreckliches, wir sterben oder... Hey! Hey, Walt! Ich kann dann... Oh Gott, ich hasse Gift. Ist hier nichts zum Werfen? Guter Hund. Ich habe keine Lust zu sterben. Ah nein, ich habe doch die Gasmaske. Ich Dämel. Ja, brav. Ja. Na, Walt? Walt! So, mal gucken, wo es jetzt hingeht, wa? I'm so excited. Walt! Hop, hop, Walt! Ja, Walt kann da gerade noch nicht so gut hinkommen, habe ich das Gefühl. Oh, da passiert gleich wieder irgendwas Böses. Das Spiel ist so gemein. Hey, Walt! Hey, komm her! Walt! Kriege ich Walt denn sonst jetzt dahin? Ja, habe ich schon gemacht. Ist schon zerstört. Vielleicht habe ich eine Idee. Vielleicht. Aber auch nicht. Mal gucken. Also erstmal den jetzt wieder, ne?
Na los! Vielleicht mache ich jetzt auch totalen Bullshit. Auf geht's. Aber nur vielleicht. Ach nein, Moment. Aber dann... Ja, alles geplant. Gib mir die Dose, Walt. Ich bin es, dein Freund. Carl. Du bist ein Guter. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig... Ja. Das war doch schon mal super. Oh, ich will nicht sehen, was jetzt... Oh nein. Was passiert hier? Oh nein! Komm, Walt. Ich habe keine Ahnung, was ich da hinten gerade gemacht habe. Wieso denn? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was ich dort tue. Hey, Walt! Ja, was bringt mir das denn, wenn ich hier Walt habe? Ernsthaft? So langsam wird das Spiel tricky. Und das mit dem Nichtsehen kotzt mich auch mega an. Für irgendwas muss es ja gut sein. Aha. Na, siehst du mal. Läuft doch, läuft doch. Komm schon, Walt! Ach, klar. Wir machen das. Komm schon! Normalerweise wollte ich die Folge schon längst beendet haben, aber... Ich will wissen, was mit ihr passiert.
Oh Mann. Oh, der kleine Victor. Ah, okay. Oh Gott, wir kommen doch schon. Komm schon, mach Platz da. Nein. Marie. Nein. Ist avec moi. Das ist doch scheiße. Also mal ernsthaft. 16. April 1917. Emil war immer noch krank. Doch der General brauchte jeden Mann, der stehen konnte, um seine Großoffensive zu beginnen. Wieder einmal war es die alles entscheidende Schlacht, die das Ende des Krieges herbeiführen sollte. Ready. Oh. Ja. Ready. Follow. Das war's? Jetzt habe ich die drei Männer, die ich brauchte. Ja. Ja, die Folge ist vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.